So, willkommen zurück im Spiel. Wir haben hier beim Schatzsucher aufgehört und machen da entsprechend weiter. Und sprechen erstmal mit unserem Schatzsucher, den wir ja schon kennen. Grüße, mein ebenso toter Freund. Ich bin Guybrush Threepwood. Ja, ich weiß, wer du bist. Ach, wow. Ich wusste zwar, dass ich auf dem besten Weg war, berühmt zu werden, aber dass sich meine Geschichten sogar bis ins Jenseits herumsprechen würden. Ha. Von wegen Geschichten. Wir sind uns bereits auf Spoon Isle begegnet. Ah ja, du warst einer der Kerle, die versucht haben, LeChuck zu verkloppen. Wie ist es dir dabei ergangen? Das frage ich dich, Schlauberger. Es gibt hier wirklich eine Menge Kreuze. Das hast du messerscharf erkannt. Warst du in deinem früheren Leben Pfadfinder? Oder wurden deine vom Alter trüben Augen nach deinem Dahinschein wieder aufgetankt? Ich bin ein mächtiger Pirat. Natürlich! Wir alle sind hier und Mighty Pirates, Klugscheißer. Und das hier ist das Paradies für jeden Schatzsucher. Unendlich viele geheime Piratenschätze unter jedem Kreuz, soweit das Auge reicht. Wow! So, jetzt müssen wir uns erstmal erklären lassen, wie die Schatzsuche funktioniert. Kannst du mir zeigen, wie eine Schatzsuche funktioniert? Sicher, warum nicht? Ein Pirat kann gar nicht genügend Schätze besitzen. So, und während er uns das schön vormacht, können wir diesen Anker erstmal entwenden, den wir sonst nicht kriegen würden. Überraschend leicht. Brauchen wir später nochmal. Dann gehen wir weiter. Diesem Schild und schauen uns das mal an. Murray? Puh, Gott sei Dank. Nicht, dass ich mich vor Murray fürchten würde. Murray ist eine Flasche. Hast du gehört, Murray? Du bist eine Flasche. Ah! Du bist immer noch eine Flasche. Schon haben wir diesen schönen Knochen. Jetzt müssen wir noch einmal graben. Diese Stelle scheint mir so geeignet wie jede andere. Ah, fliegende Sandflöhe! Ich bin's! Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat! Ah, das ist also aus meinem verfluchten Pyrit-Papagei aus Petaluma geworden, nachdem DeSinch ihn entfedert hat. Ja, den Papagei, den brauchen wir später nochmal. Gekriegt haben wir allerdings jetzt erstmal gar nichts. Stech das Rumpfass an! Noch ein Sack voll Gold! Ich sage dir, ich kriege nie genug davon! So, jetzt geht's weiter in den nächsten Bereich. Und zwar geht's jetzt zum Schwertkampf, wo wir eine alte Bekannte wieder treffen werden. Hier oben. Die gute Morgen ist ja auch gestorben. Und schauen wir mal, was die so zu berichten hat. Einmal hier Mast hoch. Morgen? Ahoi, Matrose! Noch so ein Schwertkämpfer, der mich auf ein Leben im Jenseits voller säbelrasselnder Gefechte herausfordern will. Nun denn, zeig, was du kannst! Gott sei Dank geht es dir gut! Peter, ich red mit dir! Ja, mir geht es gut. Ich bin tot. Und du offenbar auch, also hau ab! Tja, es wird dich freuen zu hören, dass ich deinen Mörder ausgelöscht habe. Du hast LeChuck getötet? Was? Der Tod muss dir die Birne vernebelt haben. LeChuck hat mich um die Ecke gebracht. Bei dir war's DeSinch. Hallo? Bin Schwertkämpfer, suche Herausforderung. DeSinch? Aber du hast doch gesagt... Na großartig. Meine große Chance, Dankbarkeit zu zeigen, und Mr. Mächtiger Pirat schaltet bei meinem Todesröcheln auf Durchzug. Aber... Und dann besudelt er auch noch meinen Ruf als schlagkräftige Piratenjägerin, indem er andeutet, ich könne eine toupet-tragende, milchgesichtige Knalltüte wie die Cinch nicht mit verbundenen Augen schlagen. Wie bitte? Gott, bin ich deprimiert. Hör mal, ich habe nicht vor, hier im Land der Gänsehaut zu bleiben. Ich habe noch ein Hühnchen mit LeChuck zu rupfen und meine Frau ist immer noch in Gefahr.
Ich werde vermutlich Hilfe brauchen, um von hier wegzukommen. Und du bist meine einzige Freundin. Vergiss es. Ich bin eine nichtsnutzige, hinterhältige Verräterin mit Kommunikationsproblemen. Ich verdiene es nicht einmal, deine Freundin zu sein. Niemand? Du musst nur mal wieder ein Schwert in die Hand nehmen. Hier, nimm und tritt gegen mich an. Nein, ich kämpfe nicht gegen jemanden Unbewaffneten. Ich bin bewaffnet. Na los, kämpfe, kämpfe! Nun, ich bin noch nicht fertig mit dir, Fräulein. Ich komme wieder. Na schön, ich warte dann da drüben so lange. Ja, die gute Morgen ist etwas deprimiert. Die will ja gar nichts mehr machen und wir nehmen uns jetzt erstmal das Geisterschwert. Verzeihung, kann ich mir das mal borgen? Hey, LeChuck hat das nicht ohne Grund in mich gebohrt. LeChuck? Hey, er hatte es auf mich abgesehen, nachdem meine Kameraden und ich ihm irgend so eine goldene Schildkröte abgenommen hatten. Er schlug mir den Kopf ab und bat mich, es so lange zu halten. In deinem abgeschlagenen Kopf? Ja. Ach, vermutlich wollte er mich einfach nur kalt machen, oder? Würde ich sagen. Hey, das leuchtet ein. So, jetzt haben wir natürlich das Schwert und jetzt würde Morgan auch gegen uns kämpfen. Problem ist im Endeffekt folgendes nur, wir müssen jetzt gegen den Schwertkämpfer kämpfen und gegen Morgan. Also Schwertkampf, das kennen wir schon aus dem ersten Monkey Island Teil gegen die Schwertmeisterin oder auch im dritten Teil auf den Schiffen, wo man am Kämpfen ist. Jetzt versuche ich das Ganze einfach nochmal mit dem Kämpfen. Komm schon, wieso kämpfst du nicht gegen mich? Ach, was soll's? Aha! Bist du gekommen, um es mit Klinge und Verstand gegen mich aufzunehmen, Bursche? Tja, ich hoffe, du hast beides gewetzt, denn... Nein, danke. Wie lange sitzt Morgan hier schon? Na, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, seit LeChuck mich abgemurkst hat. Sitzt einfach nur da. Will nicht mal im Beleidigungsfechten gegen mich antreten. Immer wenn ich Hohn und Spott vom Stapel lasse, stimmt sie mir einfach zu. Ah, ich hätte einen kleinen Fehler gemacht. Ich muss das Schwert morgen zeigen. Auf, Mo! Na schön. Jawohl! Endlich kommen wir zur Sache. Ich bin dabei. Ich bin der verschlagenste Pirat der 7 Weltmeere. Weißt du, wie hoch mein IQ ist, Junge? Jetzt mal im Ernst. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fies als Mensch bin ich? So, Ziel der Sache ist jetzt folgendes. Wir haben einmal den Schwertkämpfer hier und die gute Morgan hier. Der Schwertkämpfer, den müssen wir jetzt versuchen, zu beleidigen. Und Mo müssen wir im Endeffekt versuchen, etwas Mut zuzusprechen. Und das müssen wir mit einer Antwort insgesamt schaffen. Sprich, mit der gleichen Antwort müssen wir den Schwertkämpfer beleidigen. Und mit der gleichen Antwort müssen wir Mo etwas Mut zusprechen. Wenn wir das Ganze vergessen haben, dann können wir einfach das nochmal wiederholen lassen. Augenblick mal, jetzt bin ich ganz durcheinander. Würdet ihr beiden das noch einmal sagen? Ich bin der verschlagenste Pirat der 7 Weltmeere. Weißt du, wie hoch mein IQ ist, Junge? Jetzt mal im Ernst. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fies als Mensch bin ich? So, und jetzt müssen wir natürlich das Richtige auswählen. Ich hoffe mal, dass das... klappt. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher mehr. Ich meine, es wäre das hier gewesen. Minus 1, wenn überhaupt. Ich bin als Versagerin gestorben. Dabei war es immer mein Traum, einmal die größte Piratenjägerin aller Zeiten zu werden. Mir kommt's hoch. Ich finde, du hast deinen Job verdammt gut gemacht. Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Ha, was für eine maue Beleidigung. Was? Nein, ich dachte, ich spreche mit der Dame. Ei, das wäre eine sogar noch bessere Retourkutsche gewesen. Aber dazu ist es jetzt zu spät. Ich habe gewonnen. Aber... Wenn er gewonnen hat, muss ich verloren. Okay, es hat an der Stelle leider nicht geklappt. Das ist es gerade. Er hat sehr nochmal kurz erklärt, wie es funktioniert. Und wir starten das Ganze einfach nochmal. En garde! Ich überspringe das mal ein bisschen. Ich bin als Versagerin gestorben. Dabei war es immer mein Traum, einmal die größte Piratenjägerin aller Zeiten zu werden. Mir kommt's hoch.
Ich wette, das denken die Leute über dich auch. Schon winzigere Männer sind von meiner unverkennbar männlichen Prahlerei erschaudert. Ich führe dieses Schwert wie ein kleiner dummer Junge. Glaub mir, du bist Weib durch und durch. Meine Laufbahn als Piratenjägerin war in etwa so von Erfolg gekrönt wie meine Karriere als Marathonläuferin. Niemand hat mir jemals auch nur eine Verletzung zugefügt. Und niemandem wird es je gelingen. So schnell kannst du laufen? Weißt du was? Du hast recht. Ich war eine verflixt gute Piratenjägerin. Klar habe ich ein paar blöde Entscheidungen getroffen. Und an meiner Ausdrucksweise sollte ich womöglich noch ein wenig feilen. Aber solange wir beide hier auf dem Scheideweg sind, kann ich es immer noch wieder gut machen. Mit meiner Schlagfertigkeit nimmt's keiner auf. Ich schon, wenn du nicht so einen Mundgeruch hättest. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass du es drauf hast, Schätzchen. Jetzt können mein Schädel und ich nach vorn blicken. Und du darfst die Wächterin spielen. Und das so lange, bis jemand kommt und dich herausfordert. Ja, von wegen. Das ist dein Bier. Und ich mache mich jetzt auf, mir meinen Weg durch dieses endlos nasse Grab zu kämpfen. Weißt du was? Ich denke, ich werde hierbleiben und mir eine Weile die Schwachen und Unwürdigen zu Gemüte führen. Ich wusste, du würdest es schaffen, Mo. Hör mal, tut mir wirklich leid, wie ich dich hintergangen habe. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, nur raus damit. Genau, die Hilfe werden wir aber erst später benötigen. Und gehen erstmal zu. Viel Glück beim Schwertkampf. Ich bin bald wieder da. Ausleger. Und dann bewegen wir uns Richtung dem Anfangspunkt. Sprich zu dem Tor auf der Karte. Da der Fährmann ja nun weg ist, beziehungsweise wir ihn nicht mehr sehen, können wir als erstes mal dieses Glas mitnehmen, was wir später noch benötigen werden. Hey, der alte Klapperkasten hat seinen Becher mit dem Trinkgeld vergessen. Den nehme ich mal mit, nur um darauf aufzupassen. Das ist eine gute Idee. Weiter geht's. Einmal hier rum zu den Gräbern. Und hier läuft der kleine Hund rum. Dem zeigen wir den Knochen. Du siehst aus wie ein Franklin. Na Junge, du siehst hungrig aus. Ein Knochen gefällig? Da Junge! Ach, armes Ding. Du solltest lieber mit mir kommen. Und schon haben wir den Franklin. Obwohl ich finde, Franklin ist ein total cooler Hundename. So. Dann wieder aufs Boot und diesmal zu der Diebeshütte, beziehungsweise zum Diebesversteck. Willkommen, mein verstohlener Kollege. Du bist doch auch ein Dieb, oder? Natürlich bist du einer, sonst wärst du ja nicht hier, hab ich recht? Selbstredend bin ich ein Dieb. Hervorragend. Fühl dich wie zu Hause. Sieh dich nur um, wenn du magst. Wir haben hier viele wertvolle gestohlene Gegenstände. Ich schmücke mich damit. Ja, der Kollege, wenn man sich den ein bisschen genauer anguckt, finde ich fast, dass der ein bisschen aussieht wie Steve Jobs mit der Brille und dem Bart. Okay, der Bart ist bei Steve Jobs natürlich ein bisschen kürzer, aber die Brille passt schon ziemlich gut und ziemlich genau. Ja, und dann haben wir noch so ein kleines Gimmick hier, das können wir uns mal anhören. Verzeihung? Was ist, mein Freund? Und was sind deine Spezialgebiete, wenn es um die Diebeskunst geht? Das Übliche, mein Freund. Taschendiebstahl, Schlösser und Tresore knacken, sowie künstlich aufgebauten Kaufdruck erzeugen für Firmen mit niedrigem Ausgabevolumen bei außerbörslichen Transaktionen. Ja. Genau wie bei mir. Das fand ich sehr lustig jetzt. Hast du alles hier selbst gestohlen? Das Allermeiste, mein Freund.
Na, dann nur weiter so. Keine Sorge, mein Freund. So, an dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Cut. Dann geht's im nächsten Teil weiter. Bis dahin.